ne? Georgetown, ja. Und das ist natürlich der Hafen, das heißt dann, die wirklich schönen Stellen, die sind ja auf der anderen Seite der Insel meistens. Ist oftmals so, vielleicht bis auf Jamaika da war, selbst auch da, wo die Schiffe angelegt haben. Das alles sehr sauber, ordentlich. Hier, das ist eben die etwas industriell. Wie im Hafen von Duisburg-Ruhrort. Ungefähr. Alles klar, die müssen ja auch ihre Insel versorgen. Schon so, ja, nicht nur einer, zwei von diesen Transpondern, die bringen einen jetzt vom Schiff an Land. Da kann man entweder dann seine Landauslüge durchziehen oder selbstständig was unternehmen. Jedenfalls muss er dann erstmal hier vom Schiff runter. Schwimmen ist ein bisschen unrealistisch. Ja, Wetter ungefähr so 25 Grad. Also die Durchschnittstemperatur zur Zeit. Angenehmer Wind. Blauer Himmel und bewölkt. Wir sind ja auf den Cayman Islands und das sind die Jeeps, mit denen wir fahren. Oder gefahren werden. Man kann auch selber fahren, wenn man will. Machen alle einen sehr guten Zustand. Und alle in einem sehr guten Zustand. Und hier warten wir mal wieder auf irgendwas. Der Jeep ist die Fahrerin hier. Birgit sitzt schon drin. Es gleich geht's auch los. Hier mit dem Jeep über die Cayman Islands, also eine Insel. Wohin? Wissen wir gar nicht. Der Jeep wird hier von Touristen gefahren, da also hätte man sich selbst auch melden können, um zu fahren. Aber das ist ja nicht so meine Sache. Okay. Ja. Aufnahmen machen. Und das geht uns auch an sehr schlecht. Steuer ist hier ein junger Amerikanerin, denke ich mal. Lieber zu sehen. Bis jetzt. Okay.
er denn? Ich hab gehauen. Ich stehe mir mit dem Fuß. Kann ich bitte rennen? Ich muss hier gerade aus. Ich kann fahren noch. Ja, komm zurück. Kaputt! Ja. Roter Schaden. Das ist gleich nochmal ein kleiner Eindruck. Wenn wir so herfahren, so richtig gepflasterte Straße ist das nicht. Hätte aber genau gepasst. Ne? Ja, dann sind wir irgendwo an der Küste gelandet. Sehr schön. Up close and personal. Das ist ein Strand der Cayman Islands. Hier sind wir mit den Schiffen gefahren. Und es ist sehr windig und offenbar ideal hier für diese. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Surfer. Wir sind so einige. Stehen im Wasser. Hier oben sind die Gleitschirme. Ja, der hat da gerade einen schönen Satz gemacht. Muss er auch erstmal können. Ab geht die Post. Thank you.
Arizona, wo die haben so waren wir da. Ja, richtig. Da war Rome, wie die so sind. So, ja. Ja, hier geht's ab in so eine Rumkuchenfabrik oder was immer die hier herstellen. Wollen wir mal sehen, was es da so gibt und ob das auch schmeckt. Die Jeep-Karawane, sind mal wieder die letzten, die einsteigen, muss man sich eben beeilen. Und auf die so, kurze Zwischenstation auf den Cayman Islands. Gehen wir mal rein, mal gucken. So, jetzt zeige ich Birgit ihr wahres Gesicht. Devil in disguise. Cayman Islands. Ja. Die Hölle soll das sein. Irgendwie wie Lavagestein. Chicago, die den Jeep fährt, das sehr gut macht. Die Kollegin ist schon eingestiegen und die muss jetzt auch Mittagspause. Cayman Islands. Wir sind hier direkt am Strand und dann wollen wir gucken, was es zu essen gibt. Also Hähnchen scheint es nicht zu sein, der lebt noch. Thank you.
etwas eigenartig. Essen gibt es auf der rechten, Trinken auf der linken Seite, wie man das in die Reihe kriegt. Weiß ich noch nicht genau. Er frisst einfach mit hier, der Vogel. Er klaute sich das Essen. Ja, das hier sind Leguan. Er klettert wie selbstverständlich durch die Gegend. Viel Angst hat er nicht. Das ist aber ein großes Vieh. Schwanz her. Leguan oder irgend sowas. Das ist ein Exemplar, das hat man auch noch nicht. Nee. Ma si quella fara.